Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der High Coast Dalve. Heute bin ich geschmacklich in Schweden und wenn man das Land mit Whisky in Bezug bringt, dann denkt man auf jeden Fall an die Brennerei Mackmyra. Es gibt aber durchaus in Schweden mehrere Whisky-Brennereien, vor allem kleinere, aber eine, die den Anspruch hat, eine ganz große zu werden, nämlich High Coast. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen geografisch einordnen möchte, liegt die Brennerei im Osten Schwedens. Eigentlich von Mackmyra aus gesehen 350 Kilometer streng Richtung Norden gefahren, dann ist man da, ja, in einer relativ dünn besiedelten Gegend. Und seit 2010 wird dort bei High Coast Single Malt Whisky produziert. Soweit ich weiß, war das Gebäude früher mal eine ehemalige Kartonagenfabrik. Deswegen ging man 2010 auch unter einem anderen Namen an den Start, nämlich Box Distillery. Allerdings gab es da einen Rechtsstreit, was den Namen betrifft, mit dem unabhängigen Abfüller Compass Box. Und die schwedische Brennerei hat diesen Streit verloren und musste sich dann im Zuge des, des Streits quasi umbenennen in High Coast. So kennt man die Whiskys aktuell. 2016 ging dieser Dalve als erster Standard quasi so ein bisschen großflächiger auf den Markt und mittlerweile gibt es die Whiskys auch sehr, sehr gut verfügbar hier bei uns in Deutschland und ich habe mir gedacht, ich probiere den mal. Weil ich sehr gespannt bin und ich auch ein Fan davon bin, wenn in einem Land mehrere Whisky-Brennereien sehr erfolgreich sind, denn Konkurrenz belebt, wie gesagt, das Geschäft. Dalve nennt sich der Kollege. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Heißt übersetzt so viel wie Winter. Und ist ganz spannend, denn er ist rauchig. Denn bei High Coast wird sowohl rauchiger als auch nicht rauchiger Single Malt Whisky produziert auf zwei kupfernen Potstills, die tatsächlich auch aus Schottland kommen. Und dieser Dalve hier soll einen gewissen Rauch haben, reifte 5 Jahre in Ex-Bourbon Barrels zu je 200 Litern und ist eben nach etwa 5 Jahren mit 46 Volumenprozenten abgefüllt, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Das Signature Malt steht noch drauf. Na, eine Mischung aus Peated and Unpeated High Coast Spirit. 55 Euro kostet die Flasche. Hier hinten ist auch drauf, was es für ein Batch ist, nämlich das Batch Nummer 12. Also scheint tatsächlich sehr, sehr erfolgreich zu sein, dieser Whisky. Und ich bin extrem gespannt, wie der Rauch an sich von der Charakteristik ist. Und auch wie er so gegen die Mackmyra ankommt. Denn ich kenne, glaube ich, so ziemlich jeden Mackmyra, den es gibt. Bin gespannt. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Golden. Hat schon einen Rauch, einen gewissen. Ich würde ihn mal als mittelkräftig bezeichnen, mit Tendenz zu leichtem Rauch. Also wenn ich es jetzt von der Intensität mit einem Schotten vergleichen würde, den man kennt, würde ich sagen, so irgendwas zwischen Highland Park und Ardmore von der Intensität. Also ist ein mittelkräftig, Tendenz zum leicht rauchigen Whisky mit einer schönen Zitrusnote, mit einer gewissen zuckrigen Süße. Aber was ich beachtlich finde, der ist in Ex-Bourbon-Fässern gereift, 5 Jahre lang. Hier ist eine deutliche Eichenholznote, die ein bisschen trocken in der Nase ist. Der Rauch an sich ist jetzt nicht so klassisch schottisch, ist eher so eine Art Holzrauch, leicht würziger Holzrauch. Ein bisschen trocken auch, passt auch zu der Eiche, die unterstützt dieses leicht trockene. Aber die Süße und diese spritzige Zitrusfruchtnote, die geben dem einen Kontrast. Also es ist ein relativ simpler Whisky, aber ist schön. Das, was er hat, das hat mir jetzt zumindest gefallen. Den habe ich schon von der Viertelstunde eingeschenkt. Ja, sowas Würziges. Würziger Holzrauch. Trocken. Ein Stich Eiche mit dabei. Eine spritzige Zitrusfrucht. Und eben so ein bisschen süß. Skål. Auch hier im ersten Antritt diese Zitrusnote da, ein bisschen säuerlich, aber auch süß. Gleich Eiche da, es wird trockener, bildet den Kontrast zur Süße, zur Frucht. Auch hier dieser Holzrauch, aber ganz smooth. Also der Rauch im Geschmack ist deutlich dezenter als in der Nase. Hier bildet er einfach so die Basis des ganzen Geschmacks und macht den unterm Strich komplex. Ja? Also der Rauch hier komplexitätsgebend auf der Zunge, unterschwellig.
Da ist er in der Nase schon dominant, da hinten raus die Eiche präsent. Also ich finde dafür, dass der in Ex-Bourbon-Fässern gereift ist, die ja bekanntlich relativ zart auf den Whisky einwirken, vor allem nach 5 Jahren, finde ich die Eiche hier schon sehr markant. Und in der Blindverkostung hätte ich den deutlich älter als 5 Jahre getippt, weil er auch sehr rund und harmonisch im Geschmack ist. Keine Fehlnote, keine Schärfe. Ich glaube, ich hätte ihn mindestens doppelt so alt getippt, weil eben die Eiche so markant ist. Jetzt wird er ein bisschen floral, erinnert mich fast an Gänseblümchen. Aber dieser Holzrauch, der switcht jetzt ein Stück weit. Jetzt wird er ein bisschen typischer schottisch. Rauchig. Also angenehm, wie dieser Whisky mit dem Rauch spielt, weil er halt sehr zart ist und eigentlich gut eingebunden. Was heißt eigentlich? Er ist gut eingebunden. Auch der Alkoholgehalt klasse. Also der trinkt sich für die 5 Jahre echt schön. Direkte Eiche da. So eine gewisse Bitterkeit auch, die mich total an Walnuss erinnert. Eine leichte Trockenheit. Also Holz im ersten Antritt direkt präsent. Und das finde ich das Beachtliche bei dem Whisky, weil es eben nur, in Anführungsstrichen, ein Ex-Bourbon-Fass war und der Whisky nur 5 Jahre alt ist. Eine gewisse Zitrusnote ist da. Auch so ein bisschen was gedeckter, fruchtiges. Was ist das? Ja, klingt vielleicht doof, aber irgendwie so eine matschige Frucht. Vielleicht eine Quitte? Schwierig. Also wäre der Rauch nicht, wäre vielleicht die Frucht ein bisschen deutlicher. Aber ich finde ihn echt gelungen. Also wirklich dieser Mix aus säuerlich süß, fruchtig, aber auch von der Eiche direkt ein bisschen trocken und bitter. Das wird Richtung Abgang markante, die Eiche. Und der Rauch im Geschmack ganz smooth liegt er da drunter und trägt das Ganze. Und in der Nase ist er eigentlich genauso. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von diesem Whisky. Wie gesagt, blind hätte ich den niemals, nur 5 Jahre getippt. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht nach Schottland gelegt, weil er doch schon eigen ist von seiner Charakteristik. Was ja auch gut ist. Was bringt es denn in Schweden, die Schotten zu kopieren? Ne? Also man soll schon seinen eigenen Whisky machen. Seine eigene Charakteristik, und die hat er auf jeden Fall. Und ich bin richtig angefixt, was High Coast betrifft. Ich glaube, es wird nicht lang dauern. Da werde ich den nächsten hier im Video probieren. Und das Portfolio ist tatsächlich doch relativ umfangreich. Da gibt es noch einen mit einem PX-Finish. Ich glaube, das wird der nächste. Also der ist auf jeden Fall für einen Exoten sehr schön gelungen, nur 5 Jahre alt. Das merkt man aber nicht. Hat wirklich eine schöne, leichte Rauchigkeit mit einer gewissen Würzigkeit. Die Eiche sehr markant für 5 Jahre, aber ohne aufdringlich zu sein. Und 46 Volumenprozente, klasse. Also ist auf jeden Fall ein Exot im Bereich der rauchigen Whiskys, ohne dass der Rauch exotisch ist, den ich euch empfehlen kann für die 55 Euro. Probiert ihn einfach mal aus, wenn ihr über den rauchigen schottischen Tellerrand schauen wollt. Ich fand ihn ganz nice. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!